Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hier ist heute ein Trainingskranzspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, und so langsam fühle ich mich so ein bisschen veräppelt vom Game, dass mir halt irgendwie immer nur Kränen bekommen, wo jetzt letzte Zeit weniger Marken drin sind. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Aber immerhin ist es ein Blockkran, wo wir halbwegs wissen, wie er funktioniert. Na komm, diesmal ist er ganz knapp am Rand. Hallo? So. Und wir haben ja schon gesehen, dass dieser erste Block eigentlich relativ leicht fällt. Also wenn man ein bisschen Zeit mit Links- und Rechtsbewegung hat. Der Greifer ist natürlich wieder am Rand verschwunden. So, und natürlich ist die Frage, wenn ich jetzt den Block berühre, also runterwerfe, ob hier halt er mit runterfliegt oder ob er in der Mitte liegen bleibt. Das kann natürlich passieren. Sind wir mal gespannt. Na? Immerhin fliegt der Block mit runter, aber man sieht halt jetzt hier, das wird ein bisschen schwieriger. Ich glaube jetzt nicht, dass ich den Block umwerfen kann, während ich das hier nach rechts schiebe. Der Block wird dann eher da drauf liegen bleiben. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Wohl eher irgendwie. Ja, muss halt gucken, dass das Ding jetzt irgendwie greife. So, sollte passen. Na, hoffe ich doch. Wenn nicht, dann ja. Ja gut, kannst du knicken. Kannst du knicken? Ja gut, was soll ich machen? Wisst ihr was? Auch wenn ich jetzt eh weniger Marken kriege, ich werfe mal den großen Block um, einfach nur um zu gucken, was passiert. Ich glaube, wenn ich den mal wirklich spielen würde, dann würde ich trotzdem... Ja, man sieht schon. Der Block fällt einfach nicht um, aber so muss man den dann wohl greifen zwischen rein. Okay, alles klar. Das würde dann besser passen. Ja, das hätte ich jetzt haben können. Aber der Block würde dann so oder so dann halt jetzt noch darüber liegen. Ja, kriegt ja nichts. Deswegen zu greifen macht natürlich auch keinen Sinn. Einfach nur rüberheben, einfach nur um zu gucken. Ja, oder gar nicht. Ja, wie eine Marke hier kann dafür sorgen, dass man... dass das ganze System nicht mehr funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Man kann natürlich gucken, dass man vielleicht am Anfang zuerst hier nach links geht und zwar irgendwie gucken, dass man jetzt die Marke greift und dann dabei hier der Block runtergeworfen wird, wenn man nach rechts geht. Aber ja, habt ihr gesehen. Wenn ihr hier in der Mitte liegt, entweder halt wirklich mittig rein, also so halt in die Mitte reingreifen oder halt, ja, gucken, dass es gleich am Anfang anders machen sollte. Ja, ihr wisst ja. Ich rede ja zu viel, ihr habt es ja gesehen. Theorie ist ja eine Sache, das Praktische sieht man ja auch immer beim Spielen selbst. Und ja, weil heute dieselben Kräne da sind wie gestern auch, also das wechselt sich ja alles erst morgen wieder ab, weiß ich, welchen Kran ich spielen möchte. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Aber vielleicht, also wenn es klappt, dann haben wir zumindest eine Marke weniger, die nicht ganz so schlimm ist. Ja, vor lauter, ich interessiere mich nicht mehr für Pokémon oder großartig, oder für Pokémon-Marken generell, habe ich dann schon vergessen, was man dann sonst noch so spielen könnte. Und hier könnte man eventuell, könnte man Satzenia greifen, wenn man hier so reingreift. Je nachdem, wie tief Satzenia fällt, weil es kann sein, wenn man jetzt hier so reingreifen, dass man halt hier noch Burmadam mitgreift hier. Und wenn dann halt der eigentlich hier so festhalten sollte, halt er sich so fest, dann rutscht natürlich alles wieder runter. Aber was bleibt mir anders übrig? Ich habe die anderen Marken durchgeguckt, da ist nichts dabei, wo ich großartig in einer Runde spielen könnte, ohne dass ich sie wieder spielen müsste. Hoffen wir es einfach mal. Ich muss nur ein bisschen näher an die Wand kommen. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ja, das war sogar relativ gut. Na, war so klar, dass er hier den mitgreift. Und schon ist das Ganze wieder lächerlich geworden. Ja, natürlich. Es hätte sein können, dass hier Knopf mit runterfällt, aber ich denke mal, dass hier das hier so ein bisschen blockiert. Das ärgert mich halt wirklich nur, dass es halt Absicht ist. Es ist echt Absicht, dass man nicht einmal mit einer Runde ein bisschen vorbereiten kann. Nein, man muss den kompletten Kran nochmal neu spielen, wenn man halt die hinteren Marken haben möchte. Wenn ich jetzt noch eine Runde hätte, hätte man natürlich der 10 nochmal greifen können. Aber wenn man zwei Runden braucht, um jeweils eine Marke zu bekommen, dann muss man natürlich gucken, wie man dann hier noch an Burma dann kommt. Aber gut, dann war das wieder ein Test. Ihr kennt es ja, eine Runde ist eh meist nur ein Test. Nutzt lieber die Runde, um irgendwo ganz viele Marken zu bekommen, je nachdem, wie ihr wollt. Und ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das Training abgelaufen ist. Also ihr könnt es mal ausprobieren, ob ihr vielleicht die obere Marke zuerst greift. Wobei es eigentlich eher so sein kann, dass der Greifer die ganz nach links in die Ecke schiebt. Kann natürlich auch passieren. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder mit ein paar, ja... wiederholten Kränen, hoffe ich doch. Gute, vor allem. Ciao, ciao.